Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch Kingdom Hearts Final Mix und ja, wir sind immer noch auf Destiny Island und haben jetzt im letzten Part es geschafft, Titus, Walker und Steffia, irgendwie so hieß sie, gleichzeitig zu besiegen. Das ist uns natürlich gut gelungen, auch wenn wir einen zweiten Versuch brauchten, weil wir im ersten Versuch leider es nicht ganz geschafft haben. Moment, ich muss noch mich mit der Kamerasteuerung ein bisschen umsehen und das richtig machen. Aber hier scheint nichts hinter zu sein. Wenn wir in Gebäuden sind, können wir sowieso die Kameraeinstellung vergessen, weil die wird sich automatisch danach richten. Ne, ich wollte springen. War hier nicht immer irgendwie noch ein... Ne, hier war nichts mehr. Da oben ist vielleicht irgendwas, aber da komme ich so erstmal nicht hin. Hier ist ein geheimer Ort. Moment. So, und hier befindet sich auf jeden Fall eine Tür. Die hier. Wohin die Tür wohl führt? Ja, das können wir nicht sagen, aber was wir sehen... Moment, geht das? Nein, geht nicht. Ich dachte, man könnte hier mit den Zeichnungen interagieren, aber wir sehen hier so mehrere verschiedene Figuren. Ich denke mal, dem einen oder anderen wird vielleicht eine dieser Figuren bekannt vorkommen. Vielleicht ist es aber auch nur einfach gekritzelt. Gut, wir können hier auf jeden Fall definitiv, oder wir können hier erstmal nichts anfangen mit. Deswegen gehen wir wieder raus und werden noch ein wenig die Insel erkunden. Zurück zum Strand, genau das wollen wir. Und da hinten sitzt auch schon Riku. Ach, ich will springen, ich vertue mich damit am Anfang gerade noch ein bisschen, ein wenig. Moment, wo geht's denn hier lang? Hier geht's auch irgendwo rein. Ich habe nicht gesehen, wo es reingeht. Strandhaus ist das. Ah, hier können wir auf jeden Fall speichern. Das ist wichtig. Denn wir haben ja schon einiges an Fortschritt erbracht seit dem letzten Mal. Wir sind immerhin schon Stufe 4 aufgestiegen. Wo geht's hier raus? Ah, wir sind jetzt sozusagen hier oben, also wir hätten auch einfach herklettern können, das wäre auch kein Thema gewesen, von da oben aufs Dach, aber jetzt sind wir hier und können sozusagen gegen Riku ran. Na, ich wollte eigentlich mich mit dir unterhalten, Riku. Hast du alles gefunden, was wir für das Floß brauchen? Ich habe meinen Sachen Kairi gegeben. Hey Sora, ein kleines Duell, schnapp dir dein Schwert. Okay, kannst du haben. Jetzt zeigt sich, wer der Champion ist. Okay, Riku ist definitiv ein härterer Fall. Fertig oder nichts? So, Riku ist nämlich ein sehr viel härterer Fall als die anderen beiden. Oder anderen drei, sogar als die anderen drei zusammen. Denn er ist nicht so einfach zu besiegen. Er blockt nämlich sehr viel gerne. So, jetzt habe ich dich einmal. Ich bin ready. Ach, komm schon. Jetzt habe ich dich. Ich habe leider noch keine Möglichkeit, großartig zu blocken. Schön geblockt, sein Angriff. Ich komme doch schon. So geht das. Na, er hat mich gleich. Das gibt's doch nicht. Zeig mal, was du drauf hast. Mach ich doch gerade. Ja, der Baum hat mich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Komm schon. Na, komm. Nein. Noch ein Schlag und ich bin hinüber. Deswegen muss ich aufpassen. Jawohl, wir haben es geschafft und dafür ganze 5 Erfahrungspunkte bekommen. Und Sora ist ziemlich geknickt, wie man da unten sehen kann. Jetzt steht's 1:0. Also er zählt sozusagen immer mit, wenn man gegen Riku gewinnt. Weil das ist sozusagen sein engster Rivale, wenn man das so ein bisschen verstehen will.
Und wir haben jetzt einigermaßen trainiert. Ich gehe mal in den Status hinein, damit man das ein bisschen sehen kann. Also wir haben schon 18 Lebenspunkte. Liegt, glaube ich, auch zum... Obwohl, Lebenspunkte haben sich, glaube ich, noch nicht erhöht. Dann haben wir noch Magiepunkte 2, AP. Das sind Aktivitätspunkte oder Ability Points. Die hier, da können wir nämlich später Abilities, sowas wie Fähigkeiten einstellen. So kann man es erklären. Dann haben wir Angriffskraft 8, Abwehrkraft 6, Stufe 4, Experience haben wir schon 100 gesammelt und bei den nächsten 20, also ich müsste zum Beispiel noch 4 mal gegen Rico kämpfen, dann hätte ich ein neues Level, brauchen wir aber erstmal nicht. So, Waffe haben wir, ein Holzschwert und Asorius. Accessoires haben wir erstmal noch nichts, also das sind die Ausrüstung, die haben wir können, und Potions haben wir als einziges Item ausgerüstet, denn wir können hier sozusagen, die Truhe gibt sozusagen das wieder, was wir haben, und wir können dann uns die Items hier auf die verschiedenen Slots legen. Jetzt gehen wir aber, ich wollte springen, das Springen muss ich echt nochmal üben. Jetzt gehen wir aber erstmal zu Kairi. So, kannst du den Rest vom Material besorgen? Du hast doch zugehört, Sora. Ich habe dich gehört. Okay, dann müsstest du Folgendes besorgen. 2 Baumstämme, ein großes Laken, ein Seil. Bring alles hierher. Wenn du Hilfe brauchst, frag einfach. Ich zähle auf dich. Okay, 2 Holzbalken sollte kein Problem sein. Hier ist nämlich schon Nummer 1. So, eingesammelt. Das zweite befindet sich, glaube ich, hier bei Rico. Ich müsste mich nur daran erinnern, wo das Seil war und wo das Tuch war. Vor allen Dingen, ich habe das Gefühl, ich muss das meiste hiervon einsammeln. Oh, was ist das? Eine Kokosnuss? Hey, da wollte ich jetzt eigentlich nicht dran. Aber gut, ich kann hier hochklettern. Das ist sehr schön. Ja, ansonsten kann ich aber nicht viel machen. So, wo kriege ich jetzt das Seil her? Ah, an den Bäumen kann ich mich sozusagen festhalten. Das ist sehr schön. Habe ich schon ganz vergessen wieder. So, ein Tuch ist, glaube ich, da oben irgendwo, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das haben wir nämlich, glaube ich, schon gesehen. In dem Haus hier. Komm. Hier war nämlich eins, ein großes Laken, genau. Habe ich erhalten. Das einzige, nach einem Seil muss ich jetzt noch Ausschau halten. Wo könnte das denn sein? Ich schätze mal hier irgendwo. Ja. Ah, da hinten ist ein Seil. Genau hier. Und dann haben wir auch das Seil erhalten und sind sozusagen fertig. Und können wieder zurück zu Kairi, weil wir alles besorgt haben. Also es ist halt ein klassisches RPG, wo man in die Story langsam reingeleitet wird und wir sind noch nicht mal am Anfang, kann man sagen. Danke, Sora, ich habe heute auch etwas gefunden. Hier, das gehört dir. HI Potions. Müde? Wollen wir für heute aufhören? Ja, auf nach Hause, denn wir könnten sonst eigentlich nur noch gegen die anderen kämpfen. Ja, es ist schon spät. Wir machen es morgen zu Ende. Home is out there somewhere, right? Could be. We'll never know by staying here. But how far could a raft take us? Who knows? If we have to, we'll think of something else. So, suppose you get to another world. What would you do there? Well, I haven't really thought about it. It's just, I've always wondered why we're here, on this island. If there are any other worlds out there, why did we end up on this one? And suppose there are other worlds. Then ours is just a little piece of something much greater. So, we could have just as easily ended up somewhere else, right? I don't know. Exactly. That's why we need to go out there and find out. Just sitting here won't change a thing. It's the same old stuff. So let's go.
You've been thinking a lot lately, haven't you? Thanks to you. If you hadn't come here, I probably would have never thought of any of this. Kairi, thanks. You're welcome. Sora! You wanted one, didn't you? A Paopu fruit? If two people share one, their destinies become intertwined. They'll remain a part of each other's lives, no matter what. Come on, I know you want to try it. What are you talking? Hey there, Donald. Good morning. We've got a problem, Dirty. But don't tell anyone. Ooh. Queen Minnie? Not even the dream. Daisy? No! It's top secret. Oh, good morning, ladies. What? Und wir hören wieder die Musik unserer altbekannten Insel. Wir sind nämlich wieder hier gelandet. Also die Kinder fahren wohl sehr wahrscheinlich immer wieder von der Stadt hier zu dieser Insel. Ganz alleine. Und wenn ich mir das so angucke, ist das nicht mal eben so ein Ritt von so ein paar Minuten. Also die Stadt wird wohl weiter weg sein. Aber gut, wir haben sozusagen jetzt noch mal kurz mitbekommen, was da hinten geschehen ist. Nämlich, dass König Mickey verschwunden ist, oder zumindest er ist nicht mehr da, also wie gesagt verschwunden, und Donald und, hat Goofy alarmiert und steckt jetzt ein wenig in Schwierigkeiten. Wir sind wieder mit Sora unterwegs und... Hey Sora, have you heard about the legendary power of the Paopu fruit? They say, if you share it with someone you really care for, it binds you together forever and ever, through eternity. So romantic. I gotta try it sometime. Was ist los, Sora? Bedrückt dich etwas? Es ist nichts. Mit wem könnte ich mir eine Paopu teilen? Tja, war jetzt das andere nochmal? Wie wär's mit einer Runde? Kann ich nochmal gegen die kämpfen? Das würde ich eigentlich nicht.
Ach so, jetzt, ja, die sagen immer was anderes, deswegen, ich bin es gewohnt eigentlich, dass sie eigentlich immer das Gleiche sagen und deswegen drücke ich das zu schnell weg, tut mir leid. Ich habe natürlich die Möglichkeit, nochmal das Video anzuhalten, habe ich jetzt natürlich nicht. Me and Titus, we are gonna do a little exploring today. You know, to the secret place at the base of that tree. There's gotta be something there, yeah? Hey Sora, könntest du etwas Nachhilfe gebrauchen? Komm, kämpfe, das wäre toll. Willst du eine besondere Technik lernen? Um ein bewegliches Ziel zu treffen, musst du zuerst anvisieren. Wenn es anvisiert ist, verlierst du es nicht mehr aus den Augen. Ja, die Technik kannte ich schon bereits. Was hat Titus denn jetzt zu sagen? Der ist nämlich jetzt da, wo Riku ist, und Riku ist nämlich ganz woanders. Ja, zieh dich hoch, Sora. Erstmal hier mit Titus reden. Ich denke, du hast stärker geworden, aber die Chancen sind, du bist immer noch kein Match für Riku. We took him on 3-1 last time, and he whipped us all. Well, I guess Kyrie can always count on him. So, ich könnte nochmal gegen alle drei kämpfen, oder ich habe zu tun, das werde ich auch sagen. Wie steht es? Ach, wen kümmert's? Denn wir wollen hier zu Kyrie gehen. Ach, ich verwechsel immer den X und den Kreisknopf, aber daran werde ich mich, denke ich mal, noch schnell gewöhnen. In die Lagune können wir nämlich, da konnten wir letztes Mal nicht hin. Weil Kyrie uns ein wenig den Weg versperrt hat. Und hier steht auch Riku. Hey Sora, unser Floß braucht noch einen Namen. Mal sehen, wie wär's mit Highwind? Wie würdest du es nennen? Wir können es Excalibur nennen. Also so ist der Name vorgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendeinen größeren Sinn hat. Löschen. Wir nennen sie... Nein. Löschen. Nein. Einer zu viel gelöscht. Schreiben muss gelernt sein. Wir nennen sie ganz normal Seijin. Seijin ist nämlich so ein Name für weiser, gelehrter, heiliger sozusagen. Und ich finde, das passt irgendwie zum Floß. Okay. Ich? Naja, Seijin! Hey, wie wär's mit... Also, wie immer? Na, dann mal los. Wenn denn... was denn schon wieder? Okay, ich bin der Schiedsrichter. Die üblichen Regeln. Ihr könnt jeden Weg nehmen. Also, wir müssen uns sagen, wer als erster die Marke berührt und wieder hier ist, hat gewonnen. I'm captain, and if you win, I get to share the Powpoo with Kyrie. Huh? Deal? The winner gets to share a Powpoo with Kyrie. Wait a minute. Okay, on my count. So, also wir müssen uns sehr schnell beeilen. Riku wird uns... das geht schon gut los. Vielleicht sollte ich die Kameraeinstellung doch nicht teilen. Ach, du bist fies, Riku. Ich komme da nicht mehr hoch. Ich komme da auch nicht hoch. Das ist unfair. Jetzt muss ich hier so langsam rübergehen, nur weil ich hier nicht hochkomme. Das hätte eigentlich besser laufen können. Ich dachte, der hält sich da oben fest. Der ist schon längst wieder weg auf dem Rückweg. Und ich hänge hier immer noch rum. Ich hatte die Steuerung auch schon mal besser im Kopf. Hallo? Ja, danke. Wo ist der denn jetzt? Nein, du sollst hier nicht festhalten, Sora. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich komme hier, glaube ich, wieder zurück, hoffentlich. Wenn nicht, habe ich ein kleines Problem. Ah, der steht da hinten schon. Ihr seht ja, wie schnell der ist. Das ist unfair. Mist, es steht 1-1. Also, wir taufen das Floß auf den Namen Highwind. Ich möchte nochmal eine Revanche haben. Was ist? Oh, das mit der Papu war nur ein Scherz. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Okay, ein Wettrennen. Weil wir müssen das Wettrennen erstmal gewinnen. Ach, ich drück schon wieder falsch.
Nein! Ah, geht das schon wieder los? Geht das schon wieder los? Wieso kannst du nicht springen, wenn ich dir sage, so... Sora! Spring! Wieso ey, ich drücke auf die Kreistaste und der springt nicht. Hallo, hoch da! Wieso hältst du dich da nicht fest? Das verstehe ich nicht. Er ist schon wieder auf dem Rückweg. Das ist nicht wahr. Ich verstehe nicht, wieso sich Sora da oben nicht festhält. Das kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Ah, die blöde Kameraeinstellung, die nervt mich jetzt gerade tierisch. Ah. Nach vorne weitermachen? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Vor allen Dingen, irgendwie muss ich das doch hinkriegen, dass ich ihn jetzt schlagen kann. Der ist schon wieder so. Mist, es steht 1-2. Moment, ich gehe mal in die Option rein und will mal kurz gucken. Das Autovisieren bleibt aus, an. So, mal gucken, wie es ist, wenn ich automatisch bin. Ach so, ich kann... Ah, auch wenn es automatisch ist, kann ich mich bewegen. Okay, verstehe. Ja, das erklärt einiges. Nur wenn ich sozusagen manuell mache, dann bewegt die sich gar nicht mehr automatisch. So, hier hoch. Jetzt funktioniert das Ganze auch mal ein bisschen besser. Och, Mann! Aber er ist auch abgestürzt. Das ist schon mal vorteilhaft. Dann hier hoch. Ey, wieso konnte ich mich da oben jetzt nicht festhalten? Das ist unfair. Das wird eng. Wird auf jeden Fall eng, weil er ist definitiv sehr schnell. So, was ist hier? Ach, da kommt man gar nicht hin. Das ist unfair. Mal wieder. Riku, bleib hier. Ich will vor dir dahin. Gibt's noch nicht. Ich will vor Riku. Hier geblieben. Hier geblieben. Oh, der läuft so langsam, so arrogant. Das gibt's doch nicht. Bleib stehen. Wieso? Jetzt rennt er auf einmal, oder was? Ah. Nee, 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 Freundchen. So haben wir nicht gewettet. Das... Ja, ich will noch ein Wettrennen. Und wenn ich jetzt hier bis Ultimo brauche... Renn los. Hier lang. Oh, er stürzt auch ab. Das ist schon mal gut. Oh, er klettert da hoch. Das ist unfair. Das ist unfair. Dann gehe ich jetzt hier lang, wo er war. Oh, der... Dadurch, dass er da oben lang kann, springt er mal eben von Baum zu Baum und ist mal eben schnell da. Das ist nervig. So, kürzen wir das Ganze mal ab. Aber jetzt sind wir auf der gleichen Ebene. So, jetzt habe ich dich aber. Ich hüpfe mal auch hier lang. Mal gucken, das müsste mir ein bisschen Vorteil verschaffen. Aber nicht viel. Komm schon. Ich müsste im Vorsprung sein, wie auch immer ich das geschafft habe. Aber ich bin vor ihm da. Ich bin vor ihm da. Das gibt's nicht. Juhu. Jetzt steht 2-3. Juhu. Wir haben einen Diamanten erhalten. Und das Schiff wird aber trotzdem... Ich glaube, wenn man nur beim allerersten Mal, dann hat man die Chance dazu, dass ein Schiff so genannt wird, wie man das gerne hätte. Jetzt heißt es für Ewigkeit Highspeed. Schade, schade, schade. Und das mit der Papi-Frucht stimmt, geht auch nicht. So, einen Pilz haben wir erhalten. Hier ist auch eine Kiste. Da war aber nichts drin. Wo ist Kairi denn jetzt? Die steht, glaube ich, am Floß, wenn ich mich recht entsinne. Aber hier drüben ist noch auf jeden Fall etwas. Da will ich da auch noch mal hin. Lass mal kurz gucken, wie ich da dran komme. Hm. So definitiv nicht. Komm, kletter da hoch.
Ah, mit Viereck hält man sich fest. So, wusste ich auch noch nicht. Oder wusste ich nicht mehr, sage ich es mal so. So, Kairi ist da. So, wir wollen mit Kairi sprechen. Heute sammeln wir Proviant für unsere Reise. Also, Sora, du suchst ein Papuei, 3 Pilze, 2 Kokosfrüchte, 3 Fische. Und fülle das hier mit Trinkwasser auf. Aber nicht aus dem Meer. Na, Meer ist ja auch nicht Trinkwasser. Bring alles hierher. Wenn du Hilfe brauchst, frag einfach. Gut, wir müssen also bestimmte Sachen sammeln und wir werden jetzt erstmal den Part hier beenden, denn der ist schon ziemlich lang geworden, aber ich wollte wenigstens das Rennen noch gewinnen. Hoffe, dieser Part hat euch soweit gefallen von Kingdom Hearts Final Mix und ja, ihr schaltet auch beim nächsten Part wieder ein. Danke fürs Zusehen und bis dahin.